For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein wunderhübsches Intro-Tierchen, ein Angola-Python, Python Anchete. Naher Verwandter zum Königspython, ne? Sieht man, ich finde, er hat, wenn man gerade so Kopf und so weiter anschaut, hat schon relativ stark Ähnlichkeit, aber eine völlig andere Art. Kommt aus, wie der Name schon sagt, Angola, sprich südliches Afrika. Wird klein, wenn größer wie Königspython, so runde 2 Meter. Wächst, oder ja, wie soll man sagen, braucht länger bis zur Geschlechtsreife. Ne? Also wenn man so Angola-Pythons züchten will, muss man mindestens 3-4 Jahre warten bei einem Weibchen oder gar 5 Jahre. Ne? Also kann man nicht wie so ein Königspython in 2 Jahren hochfüttern, sondern dauert alles ein bisschen länger. Vielleicht ist das auch ein Grund, wieso er relativ oder nicht so viel gezüchtet wird in der Terraristik. Er ist seit Jahrzehnten, oder wo ich angefangen habe, war das schon das Wunschtier eines jeden Boa- und Python-Züchters. Und ich würde sagen, nach wie vor ist es eine Rarität, die man nicht so oft sieht. Und deswegen dachte ich, mache ich die heute zum Intro-Tierchen. In der heutigen Folge geht es um den Pastell-Königspython. Also wir machen wieder so eine Königspython-Basic-Geschichte. Und der Pastell ist einfach der Klassiker schlechthin bei den Basic Morphen des Königspythons. Er war der erste und er ist nach wie vor noch interessant für alle möglichen Mischungen und Kombos. Ist der Pastell nicht wegzudenken. Der Pastell kam 1996, glaube ich, kam der erste aus Ghana oder aus Afrika, wurde exportiert. Ging an den Kevin McCurley von Nerd nach USA. Der hat 1997 die ersten Pastell gezüchtet. Ich glaube, ich selber habe, ich weiß nicht, war es 97 oder 98 in Daytona auf der Breeders, nee, damals war es noch Orlando, auf der National Reptile Breeders Expo Orlando, habe ich meinen ersten Pastell-Königspython gesehen. War völlig fasziniert, ne, wie noch hübscher ein Königspython sein kann. Ne. Ich fand Königspythons immer hübsch, aber als Pastell fand ich ihn noch attraktiver. War völlig hin und weg. Und der Pastell, wie vorher schon gesagt, war an sich die erste Morph, ne, in der Königspython-Zucht bis dahin. Oder es gab, glaube ich, parallel dazu gab es Albino und Piebald, zumindest von Fotos her. Ich glaube, gezüchtet hat sie damals noch keiner, aber zumindest von Fotos her. Und der Pastell war der erste, der sich in dieser Farbzucht von der Königspython, der da den Grundstein gelegt hat. Ich habe zwar hier ein Pastell-Jungtier und ein adultes Tier im Vergleich. Die adulten Tiere verlieren natürlich ein bisschen an der Farbintensität, das ist klar, aber trotzdem noch gut als Pastell zu erkennen. Ein wirklich gutes Erkennungsmerkmal, das ist eigentlich auch recht oft die Frage, na, wie erkenne ich denn ein Pastell? Ich meine, wenn man jetzt so sieht, sagt jeder, ja klar, Pastell erkennt doch jeder. Aber gerade bei großen Tieren kann es manchmal ein wenig schwierig sein. Was ihr immer schauen könnt oder was ganz typisch ist, sind diese weißen bzw. gelben Lippenschilder. Ne? Also beim Jungtier noch deutlicher, ne? Die Oberlippe ist weiß. Aber selbst beim adulten Tier ist sie weiß-gelblich. Wenn ihr jetzt einen normalen Königspython habt, dann sind die Lippen eher dunkel, ne, bräunlich. Und beim Pastell ist es immer hell. Abgesehen davon ist der Kopf heller wie beim normalen Königspython. Ne, selbst beim adulten Tier ist er ein bisschen heller. Das sind so, abgesehen natürlich von der insgesamt dieser gelben Zeichnung, diesen hellen Flanken, ne, wie gesagt, beim Adulten immer ganz so deutlich, aber das sind so die Erkennungsmerkmale. Also ich persönlich, ich gucke eigentlich im Prinzip als erstes auf die Lippen. Daran kann man schnell sehen, habe ich ein Pastell oder auch eine Pastell-Kombo vor mir, lässt sich da wirklich super erkennen. Der Pastell ist co-dominant. Also 1999 hat auch der Kevin McCurley den ersten Super-Pastell gezüchtet. Ne? Er hat Pastell mit Pastell verpaart. Und dann kam die Superform raus, also hier in meiner linken Hand.
Ich muss jetzt der Vollständigkeit halber und der Ehrlichkeit halber, was ich in der Hand habe, sind beides Crevels. Also steckt Crevel mit drin, Crevel Pastel und Crevel Super Pastel. Ich habe dummerweise im Moment keinen nur Super Pastel da, deswegen, aber es geht, man kann es trotzdem, das, was ich euch sagen oder zeigen will, kann man natürlich trotzdem gut sehen. Die Superform, also der Superpastell, ist einfach deutlich heller, ne, wenn er die Köpfe miteinander vergleicht. Was ich gerade schon angesprochen habe, die hellen Köpfe, der Superpastell hat noch einen helleren. Die Lippenschilder sind auch noch ein bisschen heller beim Superpastell. Ne? Doch sieht man eigentlich auch relativ deutlich. Dann die Zeichnung insgesamt ist heller. Hier so im Schwarzen drin, diese hellen, aufgehellten Flecken, das macht den super Pastell aus, ne? Im Vergleich zum normalen Pastell. Ob es in dem Moment schöner ist, der super Pastell oder nicht, ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Wenn ich mir jetzt in dem Fall den Crevel Pastell und Crevel Super Pastell anschaue, könnte man natürlich auch sagen, na, der hier mit dem intensiven Schwarz ist noch etwas kontrastreicher, der ist heller. Ja, ist Geschmackssache, kommt auch ein bisschen auf die Kombo drauf an. Beim Clown zum Beispiel gibt es ja diesen Killer Clown, also Clown Super Pastell. Meiner Meinung nach, das macht den noch etwas attraktiver als Superform. Aber wie gesagt, ist auch ein bisschen Geschmackssache, bei was man es betrachtet. Aber wie gesagt, genetisch war diese Superform damals 99 auch ein Highlight. Davor hatte man immer von dominant eigentlich einige Jahre gesprochen, ne? Also eine rezessive Vererbung und eine dominante. Und als es diese Superform gab, dadurch kommt auch der Ausdruck kodominant her. Ne? Also für die Tiere, wo es eine Superform gibt, sagt man kodominant. Da war, wie gesagt, der Superpastell der Wegweiser in der Genetik der Königspythons. Was mir auch gerade noch einfällt, zu der damaligen Zeit hat man auch nicht nur Pastell gesagt, sondern die hießen ursprünglich Pastell-Dschangel. Ne? Also weil alles, was gelb-schwarz war, hat sich Dschangel genannt. Ne? Es gab den Dschangel-Teppich-Python, ne? Den Dschangel-Carpet. Und so hat man das irgendwie ein wenig adaptiert. Schwarz-gelb war Dschangel. Und da kam wohl diese Wortschöpfung Pastell-Dschangel raus. Ne? Jahrelang hat man die eigentlich als Pastell-Dschangel bezeichnet, beziehungsweise dann hat sich das Dschangel hat man immer mehr verschluckt in der Umgangssprache. Ne? Die Leute haben halt gesagt, na, ich habe ein Pastell, weil es einfach kürzer ist. Sie haben immer gesagt Pastell-Dschangel. Eine Zeit lang war es ganz witzig. Es gab bis vor 10 Jahren, denke ich, noch viele Leute, die haben zum Beispiel, wenn man ein Pastell inseriert hat, die kamen dann und sagen, nee, ich will aber wenn dann ein Pastell-Dschangel, die sind viel schöner wie ein Pastell oder so. Also Pastell-Dschangel und Pastell ist das Gleiche. Einfach der Name hat sich mit der Zeit abgekürzt, ne, wie es so oft passiert in der Umgangssprache. Man kürzt es einfach ab. Also deswegen ursprünglich Pastell-Dschangel und jetzt Pastell. Noch mal ganz kurz zurück zur Vererbung. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht mal ganz klar gesagt. Also der Superpastell, den bekommt man natürlich eben, indem man Pastell und Pastell verpaart, das habe ich, glaube ich, gesagt. Dann kommt ein Viertel Superpastell raus. Ne? Pastell mit Pastell gibt ein Viertel der Superform und dann kommt dieser Superpastell raus. Was mir auch gerade noch einfällt, was ich nicht vermisse oder nicht missen will zu sagen. Am Anfang gab es auch viele Pastellformen, ne? Da gab es einen Citruspastell, ein Graziani-Pastell, ein Bell-Pastell, einen Lemon-Pastell von verschiedenen Züchtern und jeder hat natürlich behauptet, ja, ich habe die schönste Pastellform, also gerade der Citruspastell war eine Zeit lang als das Highlight unter den Pastells, hat dann 50% mehr oder fast das Doppelte gekostet wie die anderen Pastell. Ich habe es ehrlich gesagt damals schon für Quatsch gehalten, ich halte es heute noch für Quatsch. Das ist wegen so ähnlich wie mit Butter und was gibt's noch? Butter und Lesser. Aus Afrika kommen regelmäßig Tiere, da kamen damals regelmäßig Pastell oder es kommen heute noch regelmäßig von den Farmen irgendwelche Farbmorphen. Die kommen ja nicht rein als ich bin jetzt der Citrus oder ich bin jetzt ein Lemon oder ich bin irgendwas. Ne? Es gibt keine
richtigen Unterscheidungsmerkmale für irgendwelche Linien. Ja. Und denke ich, auch damals war das einfach ein Kreuz und Quer. Und niemand konnte richtig sagen, na, ich habe jetzt ein Zitruspastell und ich habe jetzt ein Lemonpastell oder irgendwas. Ne. Es gibt immer schöne und weniger schöne. Ne. Wenn ich hier 3, 4 Pastellgelege habe oder Babys aus Pastell gelegen habe, dann sind besonders schöne drunter und sind vielleicht auch welche drunter, die nicht ganz so schön sind. Das ist die normale Bandbreite und meiner Meinung nach hat es dann nichts mit irgendwelchen Linien zu tun. Also ich glaube, das war viel Werbegag dahinter. Manche wollten einfach ihre Tiere wegen teurer verkaufen oder klar, manche haben vielleicht eine schöne Linie gehabt, dann ist das auch okay, wenn man sagt, hier, ich habe eine besonders schöne Linie. Aber mit all den verschiedenen Namen und wie gesagt, alle Zitrus sind schöner wie jetzt irgendein Bell oder sowas, hielt ich damals schon für Quatsch, halte ich heute noch für Quatsch. Dann 2001, glaube ich, eine weitere Sensation in der Geschichte des Pastells war der Bumblebee. Ne? Also sowas wie hier, Bumblebee ist Pastell mit Spider, ebenfalls vom Kevin McCurley. Also der Kevin war damals wirklich der Held, was Pastell und auch was Spider anbelangt hat. Hat er den ersten Bumblebee gezüchtet. Also das zeigt, oder der Bumblebee, finde ich, zeigt gut, was der Pastell alles machen kann. Ne? Spider selber ist natürlich auch eine schöne Morph, aber mit dem Pastell zusammen, dieser Bumblebee ist schon eine unsagbar schöne Königspython-Morph. Ne? Wir wissen, der Spider hat das Wobbling drin, ne? Und im Bumblebee steckt auch der Spider, also steckt das Wobbling drin. Mittlerweile ist der Bumblebee aufgrund dieses Wobblens nicht mehr ganz so beliebt. Aber wenn wir das jetzt mal außer Acht lassen, rein farblich, ist und war der ein Highlight und wie gesagt, zeigt wirklich ganz gut, was man für tolle Farben mit dem Pastell rauskitzeln kann aus anderen Morphen. Nach wie vor ist der Pastell in der Zucht oft die erste Wahl. Ne? Wenn ich eine neue Morph habe oder wenn ich was Neues habe, ich würde sagen, jeder zweite oder fast jeder Python-Züchter probiert relativ bald, ja, was passiert denn, wenn ich den Pastell reinpaare. Und deswegen mal so ein paar Beispiele. Also in meiner linken Hand habe ich einen ganz normalen Clown. Ne? Clown, auch schon wunderhübsche Morph. Und in meiner rechten Hand habe ich ein Clown-Pastell. Ne? Also der Clown-Pastell, der gibt natürlich schon nochmal einen ganz ordentlichen Effekt zusammen mit dem Clown, ne, das ist der Pastell mit drin. Also hier die Flanken, ne, das Weiße in den Flanken drin, insgesamt die gelbe Färbung. Also ich glaube, der hübscht den Clown schon nochmal ganz ordentlich auf. Weiteres tolles Beispiel ist der Highway in meiner linken Hand und in meiner rechten Hand Highway Pastell. Ne? Also auch in dem Fall tut der Pastell den ohnehin schon hübschen Highway, aber meiner Meinung nach noch hübscher machen. Ne? Heller Kopf insgesamt, heller, viel kontrastreicher. Auch ein super Ergebnis von dem Pastell. Bei manchen Kombos, jetzt in dem Fall Piebald und Pastell-Piebald, finde ich es nicht ganz so gravierend. Also der Pastell-Pied sieht doch noch anders aus. Wobei manchmal wirklich auch schwer zu erkennen, wenn man Piebald und Pastell-Piebald züchtet. Manchmal ist es wirklich schwer auseinanderzuhalten, in welchem steckt der Pastell drin, in welchem nicht. Hier ist jetzt noch relativ deutlich, ne, sehe ich gleich, klar, diese hellen Flecken, die müssen vom Pastell sein. Aber beim Piebald finde ich ihn jetzt eher ein Beispiel von den doch weniger Beispielen, wo der Pastell keine so absolut durchschlagende Veränderung hat oder durchschlagende Wirkung hat. Ne? Also wie gesagt, da habe ich sogar zwei extreme Beispiele rausgesucht oder hier bei dem Pastell-Pied oder Pied-Pastell ein extremes Beispiel, da sieht man es relativ deutlich. Bei manchen kann man es fast nicht sehen. Und zu guter Letzt noch ein Beispiel von einer Kombo, wo man den Pastell fast nicht durchsieht. Also ich habe hier einen normalen Sunset, also normal in Anführungsstrich, einen Sunset. Und dann gibt es den Sunset Pastell, den wir euch jetzt hier einblenden. Leider habe ich den nicht in live da, ich kann sie nicht gegeneinander halten. Aber wenn ihr jetzt mal vergleicht,
Sunset zu Sunset Pastel, glaube ich, das ist jetzt so eine Kombo, wo der Pastell nicht wahnsinnig durchschlägt. Ne? Also ich muss zugeben, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, wo ich den Sunset Pastel gesehen habe. Ich habe mir wunderbar was für einen Kracher erhofft und dachte dann, naja, so wahnsinnig kommt er nicht zur Geltung. So könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen hier mit allen möglichen Pastellkombos. Wir könnten hier 5 Stunden lang über irgendwelche Pastellkombos drehen. Also meines Wissens, oder ich bin überzeugt, es gibt keine Farbmorph bei den Königspythern, die mehr Kombos hat wie der Pastell. Das ist wirklich, oder wenn er in mein Buch reinschaut, das ist wirklich unendlich, ne, wie viel Pastellmöglichkeiten. Ich glaube, da sind allein 4 Seiten nur Text, welche Pastellkombos es gibt, mit welchen Jahreszahlen oder wann die zuerst gezüchtet wurden. Wie gesagt, das ist fast unendlich. Wenn wir da zusammenzählen, kommen wir auf einige hunderte Morphen. Ihr könnt ja gern mal unten drunter posten, was euch besonders gut an Pastellkombo gefällt, aber ihr könnt auch mal drunter posten, was eure Enttäuschung war in der Pastellzucht, wo ihr ein Pastell irgendwo reingezüchtet habt und hinterher gesagt habt, man sieht ihn ja fast gar nicht oder so. Bin ich mal gespannt drauf. Ja, so viel zu unserem Pastell Basic. Bleibt mir treu, checkt meine Balls. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terraristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terraristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.